Willkommen in unserem Zuhause. Oh, wir sind zu dem Haus gekommen, weil wir was gesucht haben. Und das war eins der ältesten in Waldshut. Und dann wollte das niemand haben, weil es so alt war. Und wir haben dann gedacht, aus diesem denkmalgeschützten Haus kann man auch was Modernes machen. Ja. Ich finde, wenn so ein Haus total eingerichtet ist mit so ganz vielen Sachen, die so gar keine Verbindung haben mit den Leuten, die eigentlich wirklich drin leben, ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Verbindung haben und zum Beispiel einfach wissen, welche Objekte auch wirklich eine Geschichte haben, irgendwie, wo wir waren im Urlaub oder so und wo wir das dann bekommen haben. Und ich glaube, einfach so kleine Add-ons überall in der Wohnung sind einfach super und machen die Wohnung dann auch so lebendig. Also für mich schon so dieser Lounge Chair ist für mich schon so mein Lieblingsstück. Deswegen haben wir uns auch für den so entschieden in diesem kleineren Wohnraum, weil da kann ich einfach so meine Füße hochlegen und ich sitze da voll bequem drin und dann kann ich mir so ein Buch nehmen und es ist echt so meine Chill-Out-Area. Das ist, glaube ich, ein einziges Mal passiert, wo wir alle fünf, also die ganze Familie, hier im Corner, nennen wir das immer, also auf unserem, ja, unserem Sofa saßen. Und dann kam, ich glaube, es war mal ein Sonntag irgendwie am Frühstück, aber der Moment einfach, wo wir alle fünf mal so zusammen sind, ist total rar, einfach special gewesen für mich. Mein Einrichtungstipp ist, Farben wechseln und Kissen wechseln. Ihr müsst öfters mal Kissen wechseln. Ich finde, so Perspektive wechseln, den Platz in der Wohnung oder im Haus wechseln. Es gibt einen ganz neuen Blick auf ganz vieles. Ich habe es erst gestern wieder gemacht, einfach einen Frühlingsputz zu sagen, ganz viel loszuwerden. Es tut einfach gut und es befreit. Dann kann auch wieder Platz für neue Sachen kommen und das finde ich eigentlich ganz schön.